Hallo und herzlich willkommen. Ich will euch einen kurzen Einstieg geben, wie es gedacht ist, wie ihr mit dem MOOC lernen könnt. Nachdem ihr euch beim On-Campus hier oben eingewählt habt, kommt ihr auf die Übersichtsseite zum Kurs und könnt nach dem Login dann entsprechend zum Kurs wechseln. Beim Kurs landet ihr auf der ersten Seite Organisation in der ersten Lektion. Hier oben, dieses Bilderkarussell, sind die verschiedenen Module. Es geht also mit dem Organisatorischen los. Das erste mit Inhalt ist dann die Theorie ab Februar. Dann kommt vom Bienenjahr der Frühling, die Schwarmzeit, Sommer, Spätsommer und dann haben wir es erreicht und in jedem Modul sind dann so 2 bis 3 Einheiten enthalten. Der organisatorische, die Lektion 1 nach der Einwahl ist das Wichtigste, weil sich hier unten das gesamte Curriculum befindet. Und das heißt, sobald ihr euch eingewählt habt, könnt ihr euch hier die richtige Einheit raussuchen und direkt dahin springen. Das ist in dem Fall jetzt die erste Einheit, Theorie, die erste Lektion, also mit denen der MOOC beginnt. Und damit kommt man auf eine Seite, wo alle Informationen für die entsprechende Einheit stehen. Zum einen, wenn es eine Live-Session gibt, das Thema, der Experte, der da spricht, das Datum, die Zeit und der Einwahl, wenn man hier draufklickt, kommt man da also rein, muss Zoom-Plugin bei sich akzeptieren und dann kann man an dieser Live-Session teilnehmen. Ansonsten sind es die Ziele der Einheit, die Leitthemen und die Leitfragen, also das, was man in dieser Einheit lernt. Dann die direkten Links zu den Lernmaterialien, da habe ich jetzt bloß mal als Demo-Paar reingenommen, die jetzt schon funktionieren. Das kommen dann später die dazu, die wirklich rein gehören. Und am Schluss kommen dann immer die Arbeitsaufgaben oder die Vorschläge, über die ihr euch austauschen und die Erfahrung austauschen sollt. Zum Beispiel, was hat dich für das Thema Bienen und Imkerei begeistert? Und da kann man hier dann über diesen Link direkt ins Forum wechseln oder man kann hier unten direkt über diesen Forumsteil auch dahin wechseln. Das heißt, ihr klickt da drauf, kommt entsprechend zu diesem Thema und könnt hier euren Beitrag eintragen. Ich mache das nochmal bei hier, warum nimmst du am Bienenmoog teil, weil man dann schon sieht, da habe ich mich schon mal eingetragen und hier kann man mit neuen Thema hinzufügen, könnt ihr eintragen, warum ihr dabei seid. Und bei jedem dieser Arbeitsaufgaben oder Foren geht es dann auch direkt zurück zu der Übersichtsseite von der entsprechenden Einheit, die man hier hat. Sollte euch mal interessieren, wer noch alles mit dabei ist, kann man hier auf die Kursteilnehmer gehen oder man kann auch hier zum Beispiel gucken, welche Aufgaben man erledigt hat oder Module man erledigt hat. Was ist noch ganz wichtig? Das sind natürlich unsere Lerninhalte hier und die befinden sich im Kursbuch. Und zu dem Kursbuch kann ich jetzt hier direkt mit diesem Link wechseln. Das öffnet also jetzt diese Seite unter bienenopenacademy.com, wo alle unsere Lernmaterialien sind. Und hier ist vielleicht noch wichtig, dass die nach und nach mit dem Kursbuch zusammen entstehen. Also derzeit ist zum Beispiel die Biologie der Biene zur Königin, Arbeiterin und sowas noch nicht fertiggestellt und dann erscheint im Kursbuch quasi diese Seite geschützt und der Inhalt ist Passwort geschützt. Das hat damit zu tun, der Inhalt ist einfach noch nicht freigegeben, noch nicht fertig und wir können darüber arbeiten und wenn es okay ist, ist es freigegeben und ihr kommt dran. Was hier ganz wichtig ist, hier gibt es auch die Newsletter-Anmeldung und diese Newsletter-Anmeldung ist deswegen so wichtig, dass ihr das alle macht und nicht vergesst, also hier drüben links, damit ihr pro Einheit eure entsprechende, wir nennen es Wochenmail, es kommt alle 14 Tage, die Mail bekommen könnt bei euch. Und das ist zum Beispiel jetzt mal so eine Demo. Das heißt, vor jeder Einheit bekommt ihr eine E-Mail. Da ist der Direktlink zu der entsprechenden Einheit enthalten. Ihr habt entsprechend die Leitthemen, Leitfragen drin. Ihr könnt direkt zur Arbeitsaufgabe von der Woche kommen und ihr kriegt vor allen Dingen auch die Daten und den Termin für die Live-Session, sodass ihr planen könnt, ob ihr daran teilnehmen könnt. Und deswegen ist diese Wochenmail meiner Meinung nach so wichtig, damit man auch kontinuierlich dranbleiben kann und die wichtigen Dinge nicht verpasst, auch wenn man es mal vergisst, sich jede Woche im Bienenmoog einzuwählen. Vor allen Dingen kommt man hiermit direkt zu der Einheit, die in der Woche aktuell ist. Deswegen würde ich empfehlen, das mit der Newsletter-Anmeldung zu machen. Und ansonsten kann ich nur sagen, probiert es einfach aus. Und die Hinweise, wie man im MOOC lernen kann, findet ihr auch unter Organisatorisches, unter der Lektion 3. Da ist es alles nochmal zusammengefasst, was ich jetzt hier erzählt habe. Und unter der Lektion 2 findet ihr was ganz Wichtiges, ebenfalls für den Bienen-MOOC und das Kursbuch. Das sind nämlich die Partner, die uns entsprechend unterstützt haben, jetzt die hier am Anfang mit dabei sind und die es überhaupt erst möglich gemacht haben, dass dieses Angebot hier existiert. Also vielen Dank jetzt und viel Spaß beim Lernen im Bienenmoog.